Werte Mitbürger, liebe AfDler, Arbeiter für Deutschland, am 3. Oktober wurde ein Land aufgelöst und viele freuen sich 25 Jahre danach. Warum sollte das nicht noch einmal mit Deutschland gelingen? Gemeint ist damit die Zerstörung dieses Staates, zu dessen Verteidigung wir nach Berlin gekommen sind. Diese Parole im Netz bei der grünen Jugend. Ein Fall also für den Verfassungsschutz, wenn der seiner Aufgabe nachkommen will, hat er dort ein großes Betätigungsfeld. Und die grüne Jugend und ihre Freunde, die fanatischen Antidemokraten, kurz Antifa, machen ernst an einem Tag wie heute und bei einer Gelegenheit wie dieser. Das Freiheitsrecht der Demonstration für politisch Andersdenkende wird außer Kraft gesetzt. Mit Geschrei, mit Pöbelei und durch Nötigung. Die Täter werden unterstützt und angestiftet von der politischen Elite dieses Landes. Das beschreibt den Zustand dieses Staates, der einmal eine Demokratie war. Das war einmal. Die Bundeskanzlerin stellt sich über das Gesetz. Sie erlaubt die illegale Einreise von Hunderttausenden von Menschen, die einwandern wollen, obwohl dies nach dem Aufenthaltsgesetz und nach dem Einwanderungsgesetz verboten ist. Sie behauptet wahrheitswidrig, dies sei geboten, weil das deutsche Asylrecht keine Obergrenze kennen. Das behauptet auch der Innenminister. Und das behauptet der Vizekanzler. Sie alle sagen die Unwahrheit. Oder sie sind unwissend. Das eine ist so schlimm wie das andere. Das deutsche Asylrecht rangiert hinter dem EU-Recht. Und das sagt, dass der Staat in Europa, in dem ein Asylbewerber, ein Flüchtling oder ein Schutzsuchender ankommt, für das Anerkennungsverfahren zuständig ist. Und jeder, der an einer deutschen Außengrenze ankommt, kommt aus einem EU-Land oder der Schweiz und hat daher kein Recht, in Deutschland ein Anerkennungsverfahren zu verlangen. Er hat auch kein Recht auf vorläufigen Aufenthalt in Deutschland zur Klärung der Verfahrensfrage. Wer etwas anderes behauptet, täuscht die deutsche Öffentlichkeit. Das tut diese Regierung mit ihrem parlamentarischen und journalistischen Anhang. Und wer sich gegen Propaganda wehrt, ist kein Schuft, sondern ein rechtstreuer Bürger. Und wir alle von der AfD sind rechtstreue Bürger. Dafür
müssen wir uns diskriminieren lassen, beleidigen, bedrohen und verprügeln lassen. Wie es täglich mit AfD-Mitgliedern geschieht, auf Straßen und auf Plätzen, durch solche Menschen. Und den Vorständen werden die Immobilien verwüstet und Brandstiftung als Mittel zur Einschüchterung eingesetzt. Brandstiftung, ein schwerer Straftatbestand. Den Roten Garden gehört da hinten die Straße. Heute tarnen sie sich als Antifa. Der amerikanische Präsident, liebe Freunde, Ronald Reagan, der Gorbatschow aufgefordert hatte, die Berliner Mauer einzureißen, den antifaschistischen Wall, wie die Roten diese Gefängnismauer nannten, hat gesagt, eine Nation, die ihre Grenzen nicht mehr kontrollieren kann, ist keine Nation mehr. Soweit sind wir also. Die Antidemokraten und die Grünen leisten gute Arbeit. Und die Frau Verteidigungsministerin, die den Staatsnotstand erkennen müsste und ausrufen müsste, schickt die Soldaten zum Essen kochen. Nein, Frau Bundeskanzlerin, wenn Ihnen dieses Volk nicht mehr gefällt, können Sie es nicht austauschen. Noch gibt es kein anderes. Das Volk muss Sie austauschen. Und das mit Ihrer Entourage aus Ministern und Abgeordneten. Wir, das Volk, wir machen den Tsipras, aber für ein ehrenwertes Ziel. Die Wiederherstellung der Demokratie in Deutschland. Und dazu fordern wir Neuwahlen. Machen Sie den Weg frei. Wir brauchen einen neuen Anfang. Sie schaffen das nicht, Frau Merkel. Nicht alleine. Und nicht mit ihren Freunden. Deren Zahl wird in den nächsten Wochen und in Monaten ohnehin kleiner werden. Bei den drei Landtagswahlen im kommenden März gibt es einen Probelauf. Die Bürger dieses Landes werden zum ersten Mal seit Jahren eine Alternative haben. Die Zeit der politischen Realisten bricht an. Die Zeit der politischen Realisten bricht an. Die Zeit der Utopisten nähert sich dem Ende. Die Grenzen müssen geschlossen werden, wie in Frankreich. Jawohl. Wer keinen Anspruch auf ein Asylverfahren hat, bekommt auch keines. Wer sich illegal in Deutschland aufhält, wird in sein Herkunftsland zurückgeschickt. Und wer abgelehnt wird, ebenso. Die Welt, liebe Freunde, hat derzeit zwischen 40 und 60 Millionen Flüchtlinge. Und es werden täglich mehr, auch weil Afrika eine demografische Explosion erlebt. Derzeit leben dort 1,6 Milliarden Menschen. Im Jahr 2050 werden es 3 Milliarden sein. Die Probleme dieser Menschen können in Europa nicht gelöst werden.
Wer das versucht, hat den Verstand verloren. Oder er hat undurchsichtige Interessen, was man Herrn Soros und der amerikanischen Hochfinanz unterstellen darf. Wer das will, wird Europa auch als Helferkontinent für die Zukunft vernichten. Wer eine andere Hoffnung weckt, ist für die Toten bei gefährlichen Transporten mitverantwortlich. Und er muss die weit überwiegende Mehrzahl der Millionen von Einwanderungswilligen ohnehin im Stich lassen. Diese einfache Vernunft hatten die CDU, die CSU, die SPD und die FDP schon oder noch im Jahre 1993. Im Jahr 92 waren 438.000 Asylbewerber nach Deutschland gekommen. Diese Zahl wurde als existenzbedrohend angesehen. In der Gesetzesbegründung für die Verfassungsänderung heißt es, dass die Berufung auf das Asylrecht in erheblichem Umfang zum Mittel für eine unkontrollierte Zuwanderung aus wirtschaftlichen und anderen nicht durchgreifenden Gründen geworden sei. 4% der Antragsteller wurden damals als asylberechtigt anerkannt. Die damalige Koalition der Vernunft, liebe Freunde, aus CDU, CSU, SPD und FDP hat deshalb 1993 das Grundgesetz so geändert, dass auf dem Landwege kein Asylbewerber mehr legal nach Deutschland kommen kann. Und heute soll das gehen mit über 1 Million Anspruchsteller jährlich, was damals wegen dieses einen Spitzenjahres mit 400.000 Bewerbern nicht ging. Wo ist hier die Logik? Der einfache Hausverstand von Menschen, die ihrer 5 Sinne mächtig sind. Diesen Sinneswandel wird niemand erklären können. Lassen Sie uns, liebe Freunde, zurückkehren zum Gesetz des Möglichen, das immer Voraussetzung für gute Politik war. Wer das Unmögliche will, bringt stets großes Leid über die Menschen. Davor wollen wir, die Bürger unseres Landes, bewahren. Wir, die AfD, die Alternative für Deutschland. Ich danke Ihnen.